past, can we go next? Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter. Für das Flash-Tattoo benötigt ihr zunächst einmal einen wasserfesten Eyeliner. Die Farbe könnt ihr selber wählen. Ich habe jetzt schwarz genommen. Es gibt die auch noch in Gold, in Silber, in Braun, in Pink habe ich es auch gesehen. Also wie ihr möchtet, da könnt ihr frei wählen. Und sucht euch aus dem Internet ein beliebiges Muster raus. Ich habe mich jetzt von Beyoncé inspirieren lassen und fand das sehr, sehr schön. Deswegen habe ich mich für dieses Modell hier entschieden. Habe es noch ein bisschen abgewandelt. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ihr beginnt einfach damit, in der Mitte einen Kreis zu malen, beziehungsweise sagen wir einen Punkt. Drumherum malt ihr zwei Kreise, einen mit einem etwas kleineren und einen mit einem etwas größeren Abstand. Dann setzt ihr zu einem etwas größeren Kreis an, den ihr auch mit einem etwas größeren Abstand malt und versucht ihn relativ gerade hinzubekommen. In den Abstand zwischen dem vorherigen Kreis und dem jetzigen malt ihr einfach Streifen rein. Den kompletten Kreis einmal ausgefüllt. Wenn ihr damit fertig seid, wird noch ein kleiner Kreis um die äußere Linie drumherum gemalt. Auch wieder versuchen, das relativ ordentlich hinzubekommen und einen kleinen Abstand und den gleichmäßig an jeder Stelle zu malen. Wenn dieser auch perfekt sitzt, malt ihr einfach um den Kreis drumherum noch Punkte mit einem minimalen Abstand. Zwischen diesen Kreisen beginnt ihr jetzt dieses eigentliche Muster zu malen, und zwar eine Art Schnecke, die mit dem äußeren Kreis verbunden wird, damit es aussieht, als würde dieses Schneckenmuster aus dem Kreis heraus entstehen. Das macht ihr einfach so lange, bis ihr jede freie Stelle bemalt habt und alles gleichmäßig aussieht. Zwischen den einzelnen Schneckenmustern malt ihr dann noch Stiele, an denen Blätter oben dran sind, damit das aussieht wie so ein kleiner Ast mit drei Blättern dran. Wenn das nicht so akkurat aussieht, ist das auch nicht schlimm, denn Blätter sehen ja auch in der Natur nicht alle gleich aus. Deswegen kann das ruhig etwas anders aussehen. Das lockert das alles wieder auf und sieht sehr, sehr schön aus. Wenn ihr damit fertig seid, habt ihr das Größte eigentlich auch schon geschafft. Und zwar das Muster auf eurem Handrücken. Und wir gehen jetzt über zu euren Fingern. Auf euren Fingern beginnt ihr zunächst damit, Punkte zu zeichnen. Und zwar 4 Stück. Oberhalb der 4 Punkte wird dann einfach eine gerade Linie über euren Finger gezogen und mit weiteren kleinen Punkten, die direkt an der Linie anliegen, verziert. Mit einem minimalen Abstand malt ihr neben die bisherige Linie noch eine zweite Linie. An diese Linie zeichnet ihr dann einfach noch Streifen in die entgegengesetzte Richtung. Und
und schließt diese einfach mit einer Linie ab. In die Mitte zeichnet ihr dann noch einen Punkt, um den ihr einen Halbkreis malt. Von diesem Halbkreis aus malt ihr dann noch kleine Striche. Das sieht dann aus wie bei einer Sonne die Sonnenstrahlen. Und ans Ende dieser kleinen Striche werden dann einfach noch Punkte gesetzt. Und das ist dann schon euer fertiges Design auf den Fingern. Das macht ihr jetzt einfach noch bei den restlichen Fingern. Versucht es sehr akkurat zu machen, damit es nicht zu schief ist, und macht es mit einem geraden Finger. Wenn der Finger gebogen ist und ihr ihn nachher wieder gerade biegt, dann habt ihr das Muster total verschoben und es könnte sein, dass es ineinander verwischt. Damit sich das Ganze nicht zu leicht ablöst, habt ihr natürlich als erstes einen wasserfesten Eyeliner benutzt, aber als zweites habe ich das Ganze nochmal mit meinem Puder fixiert. Und zwar habe ich da ein mattes Puder genommen und bin einfach mit einem kleinen Pinsel über das Muster drüber gegangen. Und habe das Ganze dann endgültig noch mit Haarspray fixiert. Und damit ist euer Tattoo-Design auch eigentlich schon fertig. Man kann es jetzt noch ausschmücken, wie man möchte, aber mir hat es persönlich so am besten gefallen. Und deswegen habe ich mir das ausgewählt und ich hoffe, dass es euch wirklich gefallen hat.